Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Video, wie immer aus der Anwaltskanzlei Andreas Mauritz, Rechtsanwälte hier in Göppingen. Heute möchte ich mit Ihnen über Schadenpositionen sprechen, die üblicherweise anfallen, beispielsweise nach einem Verkehrsunfall. Schwerpunkt des Videos wird aber doch der Schmerzensgeldanspruch sein. Bevor ich auf den Schmerzensgeldanspruch zu sprechen komme, vielleicht auf die typischerweise anfallenden Schadenspositionen, die vielleicht auch ja, öfter mal vergessen werden. Auf eine Schadensposition bin ich bereits vertieft eingegangen, da haben wir auch schon ein Video zu hochgeladen, nämlich zum Haushaltsführungsschaden, weil es einfach ein großes Thema für sich schon darstellt. Gleiches gilt auch für den Fahrzeugschaden. Auch beim Fahrzeugschaden lohnt es sich, ein extra Video hochzuladen, weil die Thematik doch sehr umfangreich ist. Weitere typische Schadenspositionen, gerade jetzt beispielsweise nach einem Verkehrsunfall, um mal in diesem Beispiel zu bleiben, sind Zuzahlungskosten, zum Beispiel zur Physiotherapie oder zur Krankengymnastik oder zur manuellen Therapie. Da fallen eben in der Regel diese Zuzahlungskosten an und auch diese können beim Gegner, beim Unfallverursacher bzw. bei dessen Haftpflichtversicherung geltend gemacht werden. Auch die Fahrtkosten, die für die Physiotherapie oder für die Krankengymnastik oder auch für den Arzt beispielsweise anfallen, auch die können geltend gemacht werden. Und zwar unabhängig davon, ob man selber zum Arzt fährt als Geschädigter oder sich beispielsweise durch Angehörige dorthin fahren lässt. Auch da macht es dann natürlich Sinn, dass man sich das notiert, wann man wie oft zu welchem Arzt oder wie gesagt zur Physiotherapie fahren musste, um dann eben nachher den Schaden dafür beziffern zu können. Was bei den Fahrtkosten auch noch interessant ist, ist die Tatsache, dass beispielsweise auch Krankenhausbesuche nahe Angehöriger des Geschädigten, also die Fahrtkosten, die hierfür anfallen, geltend gemacht werden können, soweit diese Besuche eben der Heilung des Geschädigten dienen oder diese Heilung den Genesungsprozess unterstützen. Und das ist ja regelmäßig der Fall. Wissen viele nicht, also lohnt sich durchaus, auch diese Kosten geltend zu machen. Eine weitere Schadensposition sind die Kosten der Medikation. Allerdings, klar, wenn man jetzt beispielsweise Kosten hat für Schmerzmittel, beispielsweise Ibuprofen, da wird keiner in Frage stellen, oder ich hatte es noch nicht erlebt, dass die Ibuprofen auch wirklich den Schmerz lindern. Vorsicht ist allerdings geboten, wenn man sich, nicht an der klassischen Schulmedizin bedient, sondern an der, ich möchte es vorsichtig ausdrücken, an beispielsweise an Alternativmedizin, wie beispielsweise Globuli oder sind es Nahrungsergänzungsmittel, da ist ja der Markt auch sehr groß. Da habe ich schon häufig festgestellt im Rahmen einer Mandatsbearbeitung, dass da eben dann von der Gegenseite oft der Einwand kommt, diese Kosten oder diese Medikamente, wie auch immer, wären nicht notwendig gewesen oder die unterstützen den Genesungsprozess des Geschädigten nicht und deswegen sind sie nicht erstattungsfähig. Aber auch da gibt es Möglichkeiten, diese Kosten geltend zu machen. Deshalb lohnt es sich durchaus, diese Kaufbelege, Quittungen, sich dann eben gut aufzubewahren im Vorfeld, dass wenn es dann nachher zum Schwur kommt, dass man sie dann eben dem Gericht gegenüber oder auch schon im Vorfeld in der vorgerichtlichen Regulierung der Gegenseite eben vorlegen kann als Nachweis dafür, in welcher Höhe die Kosten, einmal dass die Kosten und aber auch in welcher Höhe die Kosten dann angefallen sind. Weitere Schadensposition, gerade häufig relevant bei Motorradunfällen, die Schutzkleidung beispielsweise, wenn die beschädigt wird durch einen Motorradunfall, dann kann man auch diesen Schaden geltend machen. Motorradkleidung ist doch auch sehr teuer, kostenspielig. Sollte auch nicht vergessen werden. Aber auch beim Autounfall können ja auch beispielsweise zum Beispiel Schmuck beschädigt werden oder ein Smartphone oder die Brille. All diese Positionen können bei der Gegenseite dann eben geltend gemacht werden im Rahmen des Schadensersatzes. So viel dazu. Nun aber jetzt zum Schmerzensgeldanspruch. Gesetzlich ist der Schmerzensgeldanspruch geregelt in § 253 BGB, beziehungsweise zumindest in Bezug auf die Rechtsfolge. Wie immer lese ich es kurz vor. Ich hätte es vorher schon aufblättern müssen.
Also Paragraph 253 Absatz 2, dort heißt es, ist wegen einer Verletzung des Körpers, der Gesundheit, der Freiheit oder der sexuellen Selbstbestimmung Schadensersatz zu leisten, kann auch wegen des Schadens, der nicht Vermögensschaden ist, eine billige Entschädigung in Geld gefordert werden. Und genau das ist ja hier diese Besonderheit an dem Schmerzensgeldanspruch. Normalerweise, gerade bei diesen Schadensersatzansprüchen, da benötigen wir ja immer einen wirtschaftlichen Schaden, ja, einen finanziellen Schaden eben. Beim Schmerzensgeld, klar, da haben wir eben keinen wirtschaftlichen Schaden, vielmehr liegt ein immaterieller Schaden vor. Deswegen ist der ja etwas Besonderes sozusagen und fällt nicht unter die normalen Schadensersatzansprüche. In der grundlegenden Entscheidung des Bundesgerichtshofs, da hat der Große Senat für Zivilsachen im Jahr 1955 Folgendes festgelegt. Ich lese jetzt auch der Einfachheit halber vor. Der Anspruch auf Schmerzensgeld ist kein gewöhnlicher Schadensersatzanspruch, sondern ein Anspruch eigener Art mit doppelter Funktion. Er soll den Geschädigten einen angemessenen Ausgleich für diejenigen Schäden bieten, die nicht vermögensrechtlicher Art sind, und zugleich dem Gedanken Rechnung tragen, dass der Schädiger dem Geschädigten Genugtuung schuldig ist für das, was er ihm angetan hat. Demnach hat der Schmerzensgeldanspruch eine sogenannte Doppelfunktion. Das heißt, es geht einmal um die Ausgleichsfunktion und einmal um die Genugtuungsfunktion. Jetzt gerade in meinem Beispielsfall im Straßenverkehr, da bewegen wir uns ja in der Regel im Bereich der Fahrlässigkeit, was das Verschulden angeht. Also selten sind Fälle da, oder ich habe selten Fälle erlebt, wo ein Unfall tatsächlich vorsätzlich herbeigeführt wird. Natürlich im Bereich der Fahrlässigkeit tritt diese Genugtuungsfunktion mehr in den Hintergrund und die Ausgleichsfunktion in den Vordergrund. Anders hingegen beispielsweise bei einer Körperverletzung im Rahmen einer Prügelei, da wird die Körperverletzung ja tatsächlich vorsätzlich herbeigeführt und da tritt dann auch die Genugtuungsfunktion wieder in den Vordergrund und wirkt sich Schmerzensgeld erhöhend aus. Da kommen wir schon zur nächsten Frage. Wie wird denn das Schmerzensgeld überhaupt bemessen? Was sind die Bemessungsgrundlagen dafür? Denn man kann eben nicht pauschal sagen, für einen gebrochenen Arm gibt es 200 Euro und bei zwei gebrochenen Armen 400 Euro, pro Finger gibt es noch 50 Euro obendrauf. Das geht so nicht, zum Glück nicht. Auch hierzu hat sich der Große Senat des Bundesgerichtshofs für Zivilsachen im Jahr 1955 zu geäußert. Und nach diesem Beschluss eben bilden in erster Linie die Größe, die Heftigkeit und die Dauer der Schmerzen, Leiden und Entstellungen die wesentliche Grundlage der billigen Entschädigung. Zudem ist Rücksicht auf Höhe und Maß der Lebensbeeinträchtigung zu nehmen. Also daran sieht man schon, es kommt eben nicht ausschließlich nur auf diese Verletzung an, die man tatsächlich erleidet, sondern auch auf die Folgen, die diese Verletzung mit sich bringt, die damit eben verbunden sind, gerade die Schmerzen, die dadurch entstehen und auch dadurch die weiteren Folgen. Beispielsweise kann man nicht mehr so gut einschlafen, man hat Einschlafprobleme, Durchschlafprobleme und kann dadurch auch beispielsweise am nächsten Tag seine Aufgaben nicht wie gewohnt ausführen. Aber auch der Erholungseffekt ist ja enorm eingeschränkt, wenn man beispielsweise ständig in der Nacht aufwacht. Oder auch Hobbys, die man nicht mehr ausführen kann aufgrund der Verletzungen. Auch sowas wirkt sich Schmerzensgeld erhöhend aus. Wenn jetzt jemand beispielsweise viermal die Woche Sport macht regelmäßig, dann trifft den das natürlich viel heftiger, wenn er jetzt von heute auf morgen keinen Sport mehr machen kann, wie jemanden, der so oder so keinen Sport macht. Das heißt, es ist immer eine Einzelfallentscheidung. Deswegen sind hier auch die Details so wichtig. Das ist natürlich mühsam für den Mandanten, auch für uns Anwältinnen und Anwältinnen ist natürlich mühsam. Man muss nämlich die richtigen Fragen stellen und man ist auch natürlich auf die Mitarbeit der Mandanten angewiesen, um dann nachher auch ein angemessenes Schmerzensgeld geltend machen zu können. Daher auch mein Tipp, dass man auch da, das mag jetzt vielleicht etwas absurd klingen oder komisch wirken, sich diesen Verlauf eben ein bisschen mitprotokolliert. Das heißt, dass man eine Art Schmerztagebuch führt oder das muss man ja gar nicht so ausführlich, aber dass man nur sich grob ein bisschen ausschreibt, wann habe ich die morgens oder abends, wann treten die Schmerzen auf oder wie lange konnte ich keinen Sport machen, war eine Urlaubsreise geplant
Und ganz wichtig auch, gibt es hierfür dann irgendwelche Nachweise? Weil behaupten kann man natürlich viel und in der Regel will die Gegenseite Nachweise, ja, fordert sie eben an, spätestens wenn man dann vors Gericht geht, möchte auch das Gericht eben entsprechende Nachweise vorgelegt bekommen. Zur Bezifferung, was bekommt man jetzt für was? Wie gesagt, das ist eine Einzelfallentscheidung. Das heißt, man hat nicht diesen Betrag X und alles andere, was nicht dieser Betrag X ist, wäre falsch. Das geht so nicht. Das heißt, man orientiert sich gerade an Schmerzensgeldtabellen. Ich habe sie mal mitgebracht, einfach zur Veranschaulichung. Da gibt es verschiedene von. Das ist zum Beispiel ein sehr bekanntes. Und wenn man das mal aufschlägt, da sieht man, es ist wirklich ein Werk. Mal reinschaut, dann sieht man hier solche Tabellen. Und da wird dann eben geschaut, wie viel hat es für welche Verletzungen gegeben, welche Verletzungen sind eingetreten, gab es bestimmte Umstände oder auch Mitverschulden. So sieht es quasi aus, wo wir dann immer reinschauen. Auch ganz interessant. Ja, das sind eben diese Schmerzensgeldtabellen. Und auch die Gerichte natürlich, also auch die orientieren sich an diesen Tabellen, jetzt nicht zwingend an diesem Buch. Da gibt es ja ganz viele verschiedene, wo eben die Rechtsprechung ja aufgelistet wird und sortiert wird. Und es sind aber lediglich Orientierungshilfen, weil natürlich findet man nie genau denselben Fall. Also entweder ist die Art und Weise, wie die Verletzungen entstanden sind, eine komplett andere. Ja. Oder auch der Geschädigte, ist ein Mann, ist eine Frau, ist der 10 Jahre alt, ist der 40 Jahre alt, was macht er von Beruf, darauf wird es ankommen. Das heißt, selbst wenn man einen Fall findet, der gleich ist oder vergleichbar ist, darauf kommt es ja eher an, dann haben wir immer noch diese subjektive Komponente, wie hat sich denn die Verletzung bei diesem konkret Geschädigten ausgewirkt? Ja, so viel vielleicht zum Schmerzensgeldanspruch. Ich hoffe, Ihnen hat das Video gefallen und vor allem auch, dass Sie vielleicht was Nutzbares für sich rausziehen konnten. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.